Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Opalo. In der letzten Folge habe ich unsichtbare Schlüssel gesucht und gefunden in einer Geisterstadt. Und heute geht es weiter da rein in den Raum, den ich mit den Schlössern aufgemacht habe. Ne, mit den Schlüsseln. Oh, Geld. Ah, guck mal, wer da ist. Du sagtest, die Vorräte wären für den Cisciante-Clan bereits vor 3 Tagen fertig. Was ist der Grund für diese Verspätung? Oh ja, sei doch kein Idiot. Ich habe schon Züge bestohlen, bevor deine Groß-Groß-Großeltern überhaupt ein Lebensprojekt waren. Du wirst deine Vorräte schon noch bekommen, aber man bekommt nicht mehr wirklich was aus diesem Trotador-Clan raus. All diese Reichtümer. Aus welchem Grund? Um die reichste Frau in der neuen Welt zu sein, natürlich. Ha. In der neuen Welt, die Umtena uns bringt, wird es keinen Platz für Neid geben. Wir werden alle gleich sein. Ha. Denkst du, dass Umtena uns diese neue Welt bringen wird? Wach auf, Kind. Was meinst du? Wer wird uns sonst die neue Welt bringen? Es ist ironisch, dass ihr Ureinwohner nicht wisst, was eure eigenen Götter vorhaben. Ich habe mir mein Ticket für die Erlösung gekauft. Hast du das Gleiche getan? Ich muss nichts kaufen. Ich wurde dazu auserwählt, die Leute zu führen, dank meiner intellektuellen Fähigkeiten. Ah, das langweilt mich. Hi. Nun, seh mal an, wer hier ist. Endlich ein bisschen Spaß. Bist du nicht müde, Miri? Warum siehst du nicht ein, dass das alles nichts bringt? Okay. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Niemand kommt einfach so in meinen Schatzraum. Einfach so. Oh, er ist verschwunden. Er hat sich wegteleportiert. Unfair. Hi. Diesen Mut, den du hast. Nur wenige würden sich gegen einen legendären Kriminellen wie mich behaupten wollen. Aber da du es so drauf anlegst, werde ich anfangen. Du, spiel etwas. Oh cool, er macht die Musik. Los, ich werde dein Team fertig machen. Na gut. Und das spielt er auf seinem Klavier da drüben? Hört sich gut an, hört sich gut an. Natürlich hat sie den Absol. Das Pokémon, das Unheil bringt. Oh, gecrittet. Oh, es hat ein Fokusband. Oh, ich habe so schön gecrittet. Und sie hat einfach ein Fokusband. Das scheint mir nicht fair zu sein. So. Tschüss. Togekiss. Ach, herrje. Die Fee. Ja, da war ein cooles Team. Absol, Togekiss, schon 2 sehr coole Pokémon. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Dragoran. Dragoran wäre noch cool. Dragoran ist immer cool. Garados. Kingdra. Oh, nah dran. Sehr nah dran. Cetraking. Oh, Eisstrahl. Au. Warum habe ich die Attacke eingesetzt? Die wollte ich gar nicht einsetzen. Das kommt schon eher hin, aber ich hätte 2 Schläge gebraucht. Ich hätte das nicht gewonnen hättet. Kammerupt. Oh, da war ja was. Das coole Kammerupt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hallo Kammerupt. Das hat eine seltsame Frisur. Es sah irgendwie im Sprite in der Overworld cooler aus. Oh, one-hitted. Sehr schön. Octillery. Vielleicht wechseln wir mal, damit auch jemand anderes XP bekommt. Ich weiß ja nicht. Es gibt 2 Arten von Leute auf der Welt. Die Nerven verlieren im letzten Moment und die cool bleiben. Mal sehen, wer du bist. Naja, da ich noch sehr viele Pokémon übrig habe. Ich bin definitiv die bessere Variante. Oh Mann, was eine Aufregung. Weißt du, wie lange es her ist, dass ich einen würdigen Gegner hatte? Ich dachte, die Zeiten der großartigen Trainer von Kefira
haben schon vor langer Zeit geendet. Anscheinend lag ich da falsch. Ha. Ich habe viele kriminelle Gangs geleitet und viel in meiner Lebenszeit an Schätzen angesammelt. So wie ein Drache. Jetzt sehe ich erst, dass ich das alles in der neuen Welt zurücklassen muss. Das Gold, die Juwelen. Nichts davon wird mitkommen. Was übrig bleibt, sind die Erinnerungen und die Weisheit, die wir gesammelt haben. Du weißt nicht, wovon ich rede, oder? Nun, wenn du weiter hinter den Geisterfragmenten her bist, wirst du mit dem großen Geist kommunizieren müssen. Und an dem Moment, wenn du siehst, wie klein und unwichtig du bist, wirst du vieles bemerken. Oh, hat sie bereits mit dem großen Geist geredet? Kann ich hier was mitnehmen? Oh, nein, kann ich wirklich. Cool. Okay. Hat sich schon gelohnt, würde ich sagen. Bitte nochmal heilen. Vielen Dank. Ah. Hast du endlich gegen einen dieser Inkompetenten gewonnen? Wow. Du solltest das in deinen Lebenslauf schreiben. Das wird sich toll machen in deiner Karriere. Nächstes Mal werde ich dich selbst herausfordern. Und ich versichere dir, dass es ganz anders sein wird als alles, was du jemals erlebt hast. Chengi, was tust du hier? Ich möchte nur reden. Ich weiß, du brauchst das. Tut mir leid, aber ich rede nur mit Gleichwertigen, nicht mit Verrätern. Nicht mal um der alten Zeiten willen? Oh, er redet wirklich, okay. Ist das, wie die Dinge jetzt sind? Kriminelle gegen deine Brüder aufbringen, die dich nicht mögen? Ich hätte mehr Ehre vom Sisianti-Clan erwartet. Das hätte nicht passieren müssen. Es war einfach für den Totador-Clan, unseren Kampf gegen die Eindringlinge mitzukämpfen. Aber wir wollen doch keinen Krieg. Wir wollen Frieden und Harmonie zwischen allen. Du warst auch nie gewaltbereit oder kriminell, Adien. Du hattest einen anderen Pfad, der auf dich gewartet hat. Einen anderen Pfad, sagst du? Aber was hätte ich tun sollen? Meine Mutter ist verschwunden, mein Vater eingesperrt. Meine Sister, ich liebe sie sehr, aber sie ist nicht gerade intelligent. Wow, fies. In solch einer Stadt gefangen zu sein, mit so einer Familie, jemand wie ich, mit meinen Fähigkeiten, denkst du, eine Möglichkeit, die Möglichkeiten hätten sich mir einfach so erschlossen, dass ich eines Tages einfach in Austral City Design studieren könnte? Nun, sieh dir deine Schwester Gala an, die nicht so besonders intelligent ist. Sie hat ein Stipendium bekommen als Pokémon-Trainer und hat ein ehrliches Leben angefangen. Ich bin kein guter Trainer. Das war mal meine größte Schwäche. Und jetzt, und trotzdem, dank Mutter Zaleas Training werde ich besser. Und bald bin ich in der Lage, meine Pokémon zu verstehen. Du benutzt deine Pokémon, um anderen zu schaden. Solange du diesen Pfad einschlägst, wirst du niemals in der Lage, dich so mit diesen Kreaturen zu verständigen können. Wirst du die... Okay. Oh, ich habe nie direkt jemanden verletzt, der das nicht verdient hätte. Das versichere ich dir. Mit dieser Mentalität war es ja klar, dass wir uns haben unterwerfen müssen. So wie es mit meiner Heimatstadt passiert ist. Warst du jemals wieder in deiner Heimatstadt? Da schon seit Jahren nicht mehr, richtig? Ich habe dort nichts vermisst. Vielleicht würde es dich überraschen. Geh zurück nach Aquilan Town und rede mit deinen alten Nachbarn. Du wirst herausfinden, dass sie nicht so dumm sind, wie du denkst. Nun, ich muss zugeben, es war schön, wieder mit dir zu reden, Chengi. Aber hier endet das. Er muss über vieles nachdenken, aber ich hoffe, dass er seine Fehler vielleicht bemerken wird. Wir sollten zurück nach Lebesh Town gehen und mit Kurku reden. Jetzt, da Team Vulkanik vorbei ist, werden wir uns gegen den Sisianti-Clan zur Wehr setzen. Cool. Das ist doch schön. Oh,
Oh, es ist sehr still. Sagt er noch was? Nee. Genau das gleiche wie vorhin. Na gut. Ach, ich hatte gehofft, vielleicht ist was im Brunnen, aber nein. Es ist nichts im Brunnen. Oh. Komm hier. Ach, hier geht's lang. Glaube ich. Von wo komme ich? Ah, ich hab's gefunden. Alles gut. Ich habe alles im Griff. Oh, Zwischensequenz. Was für eine Freude, dich wiederzusehen. Hast du eine Entscheidung getroffen, Chengi? Ja, wir werden kämpfen. Nun, ich denke, es ist die richtige Sache. Wir werden unsere Trainingsbemühungen verdoppeln. Es gibt wichtige Neuigkeiten, Miri. Das Mädchen hat etwas Wichtiges entdeckt. Okay. Ich habe Celebi einen Erkunder vom Sisiante-Clan verfolgen lassen. Anscheinend ist der Sisiante-Clan in Zondertown hinter Route 27. Zondertown, der wahrscheinlich ärmste Ort in Zephira. Kephira, was auch immer. Kein Wunder, dass sie sich so einen Ort ausgesucht haben. Sie werden die Leute von diesem Ort wahrscheinlich mit dem Versprechen einer besseren Zukunft auf ihre Seite gezogen haben. Wie durchtrieben. Ha, das ist es. Wir werden uns organisieren und sie schlagen, bevor sie uns angreifen. Ich denke nicht, dass das die weiseste Entscheidung ist. Jetzt, da die kriminellen Geschichte sind, wird die Regierung versuchen, dass dieses Land euch noch weiter wegzunehmen. Die werden Trainer schicken, die als Kopfgeldjäger getarnt sind, um euch zu schwächen. Bist du dir das sicher? Es scheint selbst für die Regierung ganz schön hinterhältig zu sein. Ich konnte Erinnerungen meines früheren Ichs wiederbekommen. Das ist, wie die Regierung sich gegenüber Ureinwohnern benimmt. Und nun, ich vertraue nicht darauf, dass die Dinge sich zu viel geändert haben. Einfach nur das Geisterfragment Zalea abzunehmen, dann könnten sie nicht mehr weiter so viel Schaden machen. Ich denke, Miri ist die richtige Person dafür. Okay, dann werden wir es so tun. Koku, lass uns unsere Verteidigung so gut wie möglich vorbereiten. In Ordnung. Okay. Übrigens, Miri, bitte entschuldige mich, aber ich möchte gerne mit dir kämpfen. Wenn du bereit bist und die Dinge sich etwas beruhigt haben, meine ich. Okay. Tut mir leid, dass ich dich das fragen muss, Miri, aber du schaffst das sicher. Etwas stimmt nicht mit den Winden in der Gegend hier. Ich denke, Zalea bereitet sich auf etwas Schlimmes vor. Du musst sie bekämpfen, um das Geisterfragment zu bekommen. Es kann nicht länger bei ihr bleiben. Aber wie Astrom schon gesagt hat, du bist näher, als du denkst, daran eine Macht freizuschalten, die du dir nicht mal vorstellen kannst. Aber ich bin sicher, dass du Zalea besiegst. Das letzte Geisterfragment ist in den Händen des großen Geistes. Ich weiß, wenn wir die anderen 7 Teile haben, triff mich an den Chat-Hügeln. Dort werde ich eine Tür öffnen in die Dimension des großen Geistes. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht treffen. Das... was? Ich weiß nicht, ob ich das will. Das hört sich gefährlich an. Kann sie das nicht machen? Ich gehe gegen die Frau da kämpfen und sie kann gegen den großen Geist kämpfen. Das finde ich nur gerecht. Das ist in Ordnung. Aber dass ich die ganze Zeit die Arbeit machen muss, ist irgendwie nicht in Ordnung. Ich habe das Gefühl, sie macht gar nichts, außer Erinnerungen zu haben. Das kann ich auch. Ich habe auch Erinnerungen. Gestern habe ich Eis gegessen. Siehst du? Gute Erinnerung. Kann ich auch. Aber kämpfen konnte sie auch machen. Ich vermute, das ist die Stadt da ganz links. Karte. Zeig mir meine Karte. Zondertown. Sollte. Na dann. Auf geht's. Oh, ich habe das Gefühl, ich bin diesen Weg jetzt schon 100 Mal gegangen. Ich glaube, ich bin ihn erst 3 Mal oder so gegangen. Aber es kommt mir öfter vor. Nein. Oh, ich bin entkommen. Okay, letztes Mal ging das nicht so einfach. So,
Dann geht's jetzt hier lang. Hier lang nicht. Kann ich mit dem... Nö, kann ich nicht. Ich dachte, ich kann vielleicht mit dem reden. Hi, ihr zwei. Ich denke, wir kommen ganz in die Nähe von Gefahr. Was ist so spannend? Okay. Da hat jemand guten Überlebensinstinkt, sehe ich schon. Definitiv. Boomburst trifft anscheinend alle. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Ach, wartet, wir können beides Nibuna angreifen. Das sollte dann in einer Runde erledigt sein. Toll. Gut, dass wir alle langsamer sind. So. Tropius. Hey, alle auf Tropius. Autsch. Au. Ah, das hat eine Attacke, die beide trifft. Das ist uncool von ihm. Toll. Toll. Das war so nicht geplant. Das war so gar nicht geplant. Fies. Au. Stimmt, da habe ich nur Attacken drauf, die alle treffen. Ah, okay. Jetzt ist es nicht mehr schlimm. Auf Wiedersehen. Das sollte ja hoffentlich beide aus dem Weg räumen. Tut es auch. Morlord, sehr gut. Bin zufrieden mit deiner Leistung. Eine gute Leistung. Ich habe leider keinen, der fliegt. Das ist ein bisschen ungeschickt. Ah, Tropius ist zurück. Tschüss. Das hat ja viel gebracht, das mit dem Tropius. Bin ich schon weiter? Nee, ich bin im westlichen Teil der... Oh nein, da ist der Typ, der tauschen will. Dafür muss ich aber in die andere Stadt zurück und dann wieder hierher laufen. Vielleicht machen wir das wann anders. Hier ist gar keiner mehr. Gibt es hier keine Trainer? Was ist das? Hallo? Ah! Ja klar, tausche ich das gegen Plaudergeil. Yay, Plaudergeil. Das hat auch wichtige Dinge zu sagen, ich höre schon. Hm, das sieht ja lecker aus, die Suppe oder so. Hm. Okay. Ah, der ist die Seeante-Clan. Na endlich, wie schön. Oh, Sporen wird. Warum Sporen wird? Warum tust du mir das an? Warum nicht vergiften? Vergiften wäre fantastisch. Okay, ich bin wieder wach. Okay, lieber nicht vergiften. Zangus. Zangus ist okay, das kriegen wir hin. Sehr gut. Tschüss. Oh, ich liebe es, wie schnell das geht. Das ist gar nicht frustrierend. Ist hier nur eine Sackgasse? Das ist so auffällig. Der Stein ist auffällig. Okay, anscheinend ist er doch nicht auffällig. Das habe ich mir nur eingebildet anscheinend. Na gut. Hier ist noch jemand. Oh, sie haben mein Ohr doch dabei. Oh, danke schön fürs Heilen. Ich dachte, das Ohr doch heilt mich, aber dass sie mich heilt, ist natürlich auch nett. Oh. Auf der Route davor war noch die Vorentwicklung und hier ist plötzlich, huch. Hier ist die Brücke und hier ist nur, okay. Hier ist nur ein Item. Das ist auch in Ordnung. Magbrand, nein, danke. Da ist noch einer, hallo. Über was für eine Entfernung hat er mich gesehen? Der hat mich ja außerhalb des Bildschirms gesehen. Oh nein. Das Ding. Das Hisui-Ding. Geh mir aus dem Weg. Item. Ah, ich will das haben. Lass mich durch. Oh, das will ich auch haben. Big, oh, ein großes Nugget. Oha. Das mag ich gern, große Nuggets. Noch einer von euch. Ja, ja, der ist ja Ante-Clan ist mächtig. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was uns da vor Ort erwartet. Das wird sicher wild.
Freu dich mal nicht zu früh. Kreuzschere, ouch. Weiß es. Shinotic? Ah. Boah, jetzt muss ich davon auch so langsam anfangen, die englischen Namen zu lernen, von den Pokémon aus Schwert und Schild. So weit sind wir schon, dass es die jetzt auch gibt in den ganzen Fangames. Ach, schön. Was ist hier? Hier ist alles tot. Noch mehr Sisiante Clan. Hallo. Guten Tag. Das macht alles gar keinen Schaden. Aber ich bin vergiftet, das war's eh. Vielleicht sollten wir gleich mal da zurückgehen und uns heilen lassen. Von den netten Menschen da hinten. Die nicht meine Pokémon vergiften. Gift reicht noch nicht. Sehr schön. Level up. Immerhin. Und danach instant gestorben. Nun. Das ist nicht so gut gelaufen. Das ist auch nicht so perfekt hier. Psychofisch gegen Wasserboden. Aber. Level up. Oh. Okay. Gegen dich habe ich nicht mehr so wirklich was. So viele schöne Gift-Pokémon. Ist das nicht nett? Level 95. Das ist schön. Ich gehe jetzt aber heilen. Ich würde aber auch sagen, Leute, das war's für heute. Wenn ihr wissen wollt, was uns da in dem Dorf erwartet und ob ich das Geisterfragment bekomme, schaltet zur nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, macht es gut und Mirio.